1903, das ist Michael Lange, 47 Jahre alt und eigentlich arbeitet er bei Flender in Bocholt. Die machen Getriebe unter anderem für Schiffe und Stotter Industrieanlagen und sowas. Das ist die eine Seite des Herrn Lange und vielleicht hat sich ja dieser raue Job auf seine Entwicklung seiner Stimme ausgewirkt, denn die ist das verborgene Talent des Maschinenschlossers. Die klingt nämlich genau wie die von Marius Müller-Westernhagen. Ist das grau, ich seh das mit dir blau. Ob ich mir ein Küsschen klau, du lass das doch, du alte Sau. Michael Lange alias Prinz Pfefferminz in seinem Element. Der Bocholter feiert mit seinen ehemaligen Mitschülern. Vor 32 Jahren haben sie die Schule verlassen. Von seinen gesanglichen Qualitäten wussten damals nur enge Freunde. Ich kannte ihn, aber die Stimme, finde ich, ist noch besser geworden wie damals. Also er hat dazugelernt. Dazugelernt. Richtig ein bisschen Ehrfurcht haben sie vor ihm. Er ist halt ein Künstler und er macht das richtig gut nach dem Original. Finde ich gut. Sie war die Schönste im Ort. Sie brachte Lame zum Gehen in ihrem 50er Ford. Wie oft in den Songs von Marius Müller-Westernhagen, so ist es auch bei dem Klassentreffen. Ein großes Schwelgen in Nostalgie. Wie war das noch damals? 1978, als sie von der Schule gingen, kam die Platte Prinz Pfefferminz heraus. Für Michael Lange war es ein Erweckungserlebnis. Was Neues, was gab's noch nicht? Also richtig rockig, Deutschrock. Ja, man kannte natürlich Rolling Stones und so, aber Deutschrock. Ja, gut, Udo Lindenberg kannte man auch, aber das war schon geil zu der Zeit, 78. Platten wurden natürlich auf den Partys, den entsprechenden Partys gespielt. Und weil das ja eben meine Musik in Anführungszeichen war, habe ich natürlich laut mitgesungen. Und dann drehten die Ersten sich schon um. Hör mal, hört sich ja an wie der Marius. Und dann spielte irgendwann mal eine Liveband einen Song davon. Ich sang laut mit. Der Bandleader sah mich und sagte, komm auf die Bühne, sing mal mit. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Wo sind die Hände, Freunde der Nacht? So wurde er zu einer festen Größe bei Hochzeiten, Geburtstagen und Schützenfesten in und um Bocholt. Zweimal im Jahr allerdings fliegt Prinz Pfefferminz nach Mallorca. Hier nämlich traf der Marius-Fan eher zufällig einen anderen Großen der deutschen Rockmusik, Peter Maffay. Der lädt ihn jetzt regelmäßig auf seine Finke ein, um bei Künstlerfesten aufzutreten. Verhext. Sein wirkliches Idol, Marius Müller-Westernhagen, traf er bis heute nie. Ich war ja so verrückt, ich bin bis nach Hamburg gefahren. Hab versucht, Kontakt aufzunehmen über die alte Wohnung, wo er früher gewohnt hat. Aber dann bin ich nur bis zur Plattenfirma gekommen. Dann habe ich noch eine Telefonnummer von seinem Anwalt gekriegt, aber da war dann auch Sense. Ist schade eigentlich. Ne? Schade, ja, aber gut. Wenn er sich abschottet, kannst du nichts dran machen. Ne? Dafür hat er mit seinen Westernhagen-Balladen auch diesmal wieder bestens unterhalten. Und einige seiner ehemaligen Mitschüler wissen bald nicht mehr, ob sie Michael oder doch Marius zu ihm sagen sollen. Boah, die Stimme, also mit geschlossenen Augen, könnte ich das echt kaum auseinanderhalten, Original und Fälschung. Fehlt noch der Blick auf unser Wetter. Das ist